Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir ein Hide and Seek, aber mit den Rocket League Autos, Freunde. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, man kann sich jetzt komplette Städte spawnen. Wir haben Tilted Towers genommen, haben die Rocket League Autos mit 15 Leuten hingespawnt, Freunde, und jetzt mit den Rocket League Autos kann man sich an Wänden festhalten, man kann sich boosten, hochfahren, in irgendwelche Gegenden reingehen, wo man vielleicht nicht weiß, wo man rein könnte, Freunde. Ich weiß es selber nicht, weil ich bin einmal mit diesem Auto gefahren oder zweimal. Mit dabei sind Kalle, Odemann und die Community, Freunde. Wir gehen direkt rein, let's go. Okay, Freunde, ihr könnt es sehen. Alle verstecken, alle losfahren. Rein. Oh, Junge, was passiert Yo, hier? Jo, was geht bei dem ab? Das bin ich, das ist mein Beyblade. Beyblade? Das war so klar, dass es das Odemann ist. Hör auf, Junge. Okay. Junge, mach keinen Scheiß. Tschüss, okay, André. Ich gebe euch, sagen wir mal, 3 Minuten Zeit, weil das ein bisschen schwieriger ist, sich damit zu verstecken, Freunde. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, die Autos sind extrem schnell, wie ihr sehen könnt. Und man kann sich mit der linken Taste kann man sich boosten, also bei mir links, wahrscheinlich ist es bei euch andersrum. Und mit der rechten kann man sich Boost geben, Freunde. Man hat aber nicht unendlich Boost. Und wir haben auch keine, Möglichkeit. Oh, es lädt sich wieder auf. Egal, wir warten jetzt. André, können wir nochmal kurz, Ich wollte gerade anfangen und sehen, wie Odemanns Auto hier spawnt, Digga. Okay, wir gehen wieder in die Ecke des Lebens. Bis gleich. Okay, Friends, Versuch Nummer 2. Bis jetzt ist Odemann nicht wieder gespawnt oder sein Auto. Alles gut. Wir werden einmal kurz mit dem Auto selber fahren, Freunde, aber dann werde ich es zu Fuß machen, weil es einfach viel zu schnell ist. Obwohl, es geht eigentlich fit. Und ich habe meinen Sound natürlich so gut wie ausgemacht, Freunde, weil man den Motor hört, ja, wenn die Leute halt noch irgendwie an der Wand fahren oder so. Dementsprechend lasse ich so und ich mache meine Taktik wie immer. Ich werde erstmal an den Rand fahren und gucken, ob ich Leute so direkt finde. Oh, du Ekelhafter. Ja, ich muss die ganze Zeit tippeln wie so ein Ekliger, weil sonst fahre ich viel zu schnell. Und wir haben den Loop des Tages gefunden. Who are you? Gubidu. Wollen Sie auch rauskommen, weil Ihr Auto hat 2500 Leben und das wird mega lange dauern. Okay, Nicho Gamer, du wurdest als erst gefunden. Ich muss sagen, das Versteck war nicht schlecht. Du hast halt auch Pech gehabt, dass ich gerade in diese Richtung gefahren bin. Ich bin mir aber sicher, dass hier safe noch Leute sind. Das wollte, glaube ich, Odemann machen, weil das wäre auch meine Idee gewesen. Ja, ich bin nicht mehr am Hafen, am Wasser, an diesem Dock, an der Seite sich ran zu Ja, aber das ist todesschwer. Das ist übel schwer, ne? Das ist halt das Problem, Freunde. Wenn ich jetzt jemanden sehe, muss ich immer wieder hinlaufen. Okay, wen haben wir da gefunden? Am Brick-Gebäude, Digga? wir schauen. Sleepy David, schade. Okay, natürlich ist Hide and Seek auch immer eine Glückssache, Freunde. Wo fange ich an zu suchen? Welchen Weg gehe ich zuerst? Und gerade mit so großen Autos ist es relativ schwer, sich zu verstecken. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir jemanden nicht finden, Freunde. Das wäre halt echt ein wildes Verstecken. Ein paar Leute haben wieder rumgeflext, dass sie wieder das Heftigste haben. Kalle zum Beispiel. Oder jemand meinte, er hat sich irgendwo hingebackt und weiß nicht mehr, wie er da rauskommt. Ich sage, alles klar, Digga. So mag ich doch Hide and Seek, Freunde. Wir gehen mal hier so in diese Garagendinge rein. Digga, was ist das denn versteckt, Junge? Nigel, hä? Ja, du bist der Erste, der die Leute mal flamet, wenn sie zu dumm sind, aber das versteckt. Warte mal, ich komme da nicht rein. Kommt man da so rein? Ich kann halt nichts kaputt machen an Gebäude, Freunde. Ich habe die Map selber erstellt, dementsprechend habe ich diese Einstellung gemacht. Aber wenn ich was kaputt machen würden, dann würden sich die Leute halt auch ganz komisch verstecken und dementsprechend habe ich es ausgemacht. Aber ich denke auch, dass da niemand rein kann. Selbst mit einem Auto nicht. Vielleicht könnte er sich da oben durchbacken oder so, aber glaube ich auch nicht. Wenn ja, hat er durchgespielt. Vielleicht könnte das Versteck... Warte mal, die Tür ist offen. Wer hat da gerade an seiner Dose rumgenippt? Ich hab's gehört. Naja. Ich sag euch, in einem Monat bin ich 30, Freunde, aber hören kann ich immer noch. So ein Ding. Müsst ihr mal auch ein neues Geburtstagsgeschenk. Aber auch nur, wenn ich möchte, ne? Sonst bin ich doof. Ja, Waschmaschine, wie geht die? Was? Keine Ahnung, Junge. Keine Ahnung, Junge. Warte mal, komme ich hier jetzt rein oder nicht? Ach, ich weiß es nicht, Mann. Irgendwie sieht es so aus, als wäre da jemand. Aber ich habe, also mit dem Auto kommst du da, glaube ich, nicht rein. Wir lassen das erstmal so, Freunde. Wir machen weiter. Ey, es ist ganz komisch, Fortnite ohne Sound zu spielen. Es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Habe ich da eben gerade unten bei der Brücke ein Auto gesehen? Wir fahren hin, Friends. Yo, wie hat er das denn gemacht, Digga? Das ist ja komplett wild. Was geht, Digga? Digga, wildes Verstecken, also, oder was? Also, ich sag dir ehrlich, muss ich sagen, das drück, ist heftig. Drück nicht rechtsklick, weil sonst passiert das. Was? Weißt du, der springt einfach. Yo, ich bin aus dem Versteck raus, weißt du, wie ich war? Du hast mich niemals gesehen, pass auf. Guck, okay, jetzt. Zeig. Warte, jetzt. Warte. Guck. Ist das hier in der Nähe? Ja. Ah, okay, dann mach. Wie wild, sei ehrlich.
Digga, das hätte ich niemals gesehen. Du hättest mich niemals gesehen. Das ist viel zu krass, ja. Guck, und dann habe ich rechts gedrückt und dann war ich so. Ja gut, warum drückst du auch rechts weg? Ich weiß Kannst du damit nicht rechnen oder was? Okay, Odam wurde gefunden. Was hätte er sein Versteck so gelassen wie eben, dann hätte ich das niemals gefunden. Junge, okay, diese Schilder sind einfach stärker. Ich bin dafür da, dass du Tipps kriegst, okay? Oh. Okay. Ah, du siehst die Leute, ne? Nee, aber ich kann, ich weiß... Wenn du ihn töten, sieht ich hab ihn umgedingst. Junge, warum haben die so viel Leben, die Autos, Digga? Okay, wen haben wir hier gefunden? Delfin, alles klar, alles klar. Ja. Kleiner du. Was willst du, hä? Ja, du hast keine Waffe, willst du mocken? Ja, glaub, du spawnst nicht wieder automatisch. Du spawnst nicht wieder, André. Ja, ich mach so. Schlimmer. Was willst du jetzt machen? Ja, wo bin ich jetzt? Ich klau mir dein Auto. Ciao, mach's gut. Junge, oha. Ey, das fühlt sich so an, als wären die Autos nicht extra so schnell. Junge! Als ob die so aus Versehen einfach Tuning bekommen haben und 300. Ja, so aus Versehen zu schnell sind. Okay, André. Bist du, Odin, mal, wir machen jetzt Dings. Ich bin hier. Wollen wir dich einmal so weit schlagen? Neue Videoidee. Was, André? Sag ich nicht. Weit schießen mit Menschen. Guck jetzt, was ich mache, Odin. Ja? Guck jetzt. Nein! Bro, du bist richtige Anaconda. Hättest du mich niemals gefunden, oder? Niemals, Digga. Das ist ja nicht so, dass das Auto einfach 3 Kilometer groß ist. Ja, das hast du gerade gemacht, die Taktik. Weißt du, was wild wär? So wär wild. So? Guck. Warte, ich sehe dich nicht. Komm zurück. Oh. Junge, jetzt bin ich wieder da, wo du eben warst. Ey, es ist so schnell mit diesen Autos, das ist crazy. Ist übel schwer, mit denen zu handeln. Ah, das Ding ist, das Versteck wäre wild, würde ich nicht mit dem Auto rumfahren. Aber so habe ich dich leider gesehen. Oder zum Glück. Aber ohne Auto hat man diesen Blick darüber nicht, Freunde. Dann müsste ich halt springen und Glück haben. Aber mit Auto hat man viel weitere Sicht. Mhm. Das fällt mir gerade erst jetzt auf. Okay, aber kann ich hier noch, raus? Es gibt noch krasse Verstecke, André. Ich glaube auch, Digga. Ich glaube auch, da hinten bei der Tankstelle ist auch noch jemand. Aber wir machen erstmal den hier. Guck jetzt so mal. Guck. Oh mein Gott, du bist direkt hochgekommen? Ich bin der Wildeste, Digga. Hä? Redest hier mit Andrew. Andrew. Oh mein Gott, du bist direkt daneben geflogen? Ja. Oha. Hä? Okay, da war reingeschissen. Ging das nicht, oder was? Doch. Junge, es ist so schwer, ne? Ich raste aus. Deswegen fahre ich nicht mit diesem Auto. Ich nehme gleich einfach meinen Grappler, Digga. Okay, ich will diesen Big Ben hochfahren. Das habe ich eben hinbekommen. Ey, guck mal, weißt du, was das Problem ist? Er klebt mit der anderen Seite auch. Er klebt auch mit der Dachseite. Echt? Ja. Lol. Dementsprechend bleibt er so komisch stecken. Oh, von hier kann ich alles sehen, Freunde. Entschuldigung. Aber ich sehe einfach niemanden. Wilder Trick? Ja, Alter! Normal. Glaubst du, hier im Baum ist jemand? Ah, du siehst die Namen nicht, Odoman. Wir haben FFA eingestellt, ne? Nee, ich sehe dementsprechend, die Namen. Falls dementsprechend, falls du jemanden siehst... Dementsprechend kannst du entweder mich killen oder ich sag dir heiß was, Kais. Also ich kann dich auch umnatzen, da brauchst du nicht ganz hinterherfahren. Ja, stimmt, mir ist egal. Ist so. Das hat unnormal Spaß gemacht, Freunde. Das hat übel Spaß gemacht, auch für mich. Odoman abzuknallen macht immer Spaß. Ja. Okay, wir benutzen den Grappler. Hier auf dem Dach ist niemand, das haben wir eben schon gesehen, aber also, ich weiß, wo safe noch jemand ist. Ich sag dir eins, André, okay? Ich weiß nicht, wer das war, aber einer... hat so ein krasses Versteck und ich glaube, den wirst du nicht finden ohne Tipps. Okay, Kalle lacht schon, also ist das nicht. Ich weiß nicht, wie der zuschaut. So, das weiß er selber nicht, das ist das Ding. Siehst du, siehst den Charakter auch nicht, wenn sie im Auto sitzen, nee, ne? Nee, gar nicht. Ja, weißt okay. du den Namen? Gar nichts, Bro. Immer noch. Gar nichts. Das also, heißt, er kann mir nicht mal richtig helfen. Kannst du mich auch nachher nochmal fragen, ob ich jemanden sehe, aber... Also gar nicht? Also gar nicht. Also gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Naja. Okay, einer hat ein krankes Versteck, sagt er. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier zwischen in dem Gebäude jemand ist. Ach, ich muss das ganze Haus durchgehen. Irgendwer hat sich komisch hier reingebackt, Digga. Ich weiß nicht, wie man hier reinkommen soll, aber irgendwer hat es geschafft. Junge, ich will unbedingt wissen, was dieses kranke Versteck ist, aber wir werden es noch sehen, Freunde. Also bleibt bitte dran und schaut bis zum Schluss, weil das Watchtime ist wichtig und so. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, die Gebäude überhaupt durchzugehen. Das ist das Problem. Aber ich muss es tun, weil sonst ist irgendwer hier drin und ich werde ihn niemals finden, Freunde. Bei Hide and Seek ist es so, ich hasse es, Tipps anzunehmen oder so. Ich will es unbedingt selber hinkriegen. Aber es ist manchmal echt schwer. Ich bin da, wenn du einen Tipp brauchst, Alter. Ich sag dir. Ah, du kannst ja switchen. Habe ich schon wieder vergessen, Digga. Oder man kann ja durch die Leute durchswitchen, Freunde. Ich muss nicht mal ungefähr switchen, sagen. So wie du rumläufst mit deinen 30-jährigen Augen, Junge. Du hast zwar ein Gehör,
Wie ein Adler? Aber naja, Augen auch. Nein, ich war beim Augenarzt. Freund, ich bin seit 17 Jahren am PC, jeden Tag. Gelogen. Ich war beim Augenarzt, er meinte, gelogen. Wunderbar. Lüge. Okay, er meinte, ein bisschen schwächer als normal. Lüge. André, aber Lüge, ich brauche keine Brille, hat Lüge, er gesagt. Soll ich dir auch warum sagen, wild. Warum? Ja, soll ich sagen, warum, warum? Du bist soll ich sagen, einfach warum? Genau, du standest neben jemandem. Ja. Ja, und hast du einfach liegt daran, dass ich rede. Ja, und das war Kalle, glaube ich. Ja. Echt? Ja, machst du das, Kalle? Ja. Oh mein Gott, André, du bist so kacke. Du hast Augen wie so ein... Was hat schlechte Augen? Maulwurf. Wie ein Maulwurf. Stinktier. Stinktier? Hä? Warum Stinktier? Ich wollte nur wissen, ob jemand weiß, ob Stinktier schlechte Augen hat. Nein. Weiß ich nicht. Kalle so direkt, Stinktier. Ja. Hättest du gar nicht nachgefragt. Stinkvier. Stinktier. Ich bin hier lang gegangen und bin hier mal an jemand vorbeigelaufen. Aber ohne Mann? Was laberst du, yeah. Junge? Dann kennst du ja mein Versteck, oder? Ich. Wenn du das warst, wo André vorbeigelaufen ist, dann ja. Digga, ist kann nicht OP, sein. Oder? Das ist OP. Ich bin an niemand vorbeigelaufen, also André, du trollst mich gerade. Kaka, wirklich. Nein, und, Kaka und ist nicht. Und das Krasseste ist, was du in dem Moment gesagt hast, und da dachte ich mir, Facepalm, wirklich. Palm, Digga. Digga, halt doch dein Maul. Facepalm. Facepalm. Palme. Palm. Okay, das ist, weil das ist das Kalle Standardversteck. Das hat er bei irgendeinem Prop Hunt oder so war er auch hier zwischen einfach. So, Facepalm. Kalle, sei ehrlich, du bist hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich schieß. Nein. Nein. Hä? Was laberst du denn, Odoman? Digga, Odomans Tipps bringen einen noch mehr durcheinander als vorher. Nein, Digga. Eben nicht. Egal, such einfach weiter. Das passt schon. Ah, du bist bei der Garage an der Decke. Oh mein Gott! Du bist so dumm wie Scheiße! Das ist einfach ein Leguan, Digga! Du bist so kacke, wirklich! Was laberst du? Er ist Todes getan! Leguan sein! Das war so Eidechse an der Wand, Digga. Man erschreckt sich einfach. Digga, aber okay, aber wildes Versteck. Oh, das war nicht schlecht. Das war krass. Stell dir vor, jemand ist so im Mülleimer drin und trollt uns einfach alle. Mit Auto! Oh, das wäre wild, Digga. Dann kommst du ein Auto raus, was größer als die Mülltonne ist. Das wäre so Fortnite. Okay. Fortnite. Das Ding ist, ich hätte gedacht, dass es einfacher ist. Aber wir haben auch schon ein paar Leute gekillt, Freunde. 7 Leute haben wir gekillt. Das heißt, wir spielen zu 15. Minus 4. Ja. Ich habe 7 gekillt, einer davon bin ich. Also 7 Stück noch. Hä? Warte, Kalle kann ja jetzt auch zuschauen. Mhm. Ne? Gibt's Wilde dabei, oder was? Also, ich war das wilde Versteck jetzt nicht, Kalle? Das war auch schon krass, wild. Das war krass, ey. Digga, es gibt ein Versteck, das ist halt anders als die anderen. Und alle sind 31er und gucken auf ihren eigenen Boden, damit sie nicht snitchen können. Oh, Digga, was ist das für ein Versteck? Oh mein Gott, okay, ich sehe hier noch krassere Verstecke, Bro. Kommen Sie raus, Sir. Die haben verloren. Der Schuss wird nicht gezählt. Husten, Jack. Mach weiter so. Beleidige immer die Community, wenn sie dumm sind, okay? Machst einen guten Job. Warte mal. Was die Leute, die ihren eigenen Boden nicht anschauen, vergessen, dass sie auch ihre Minimap sehen. Ey, das wäre ein 8000 IQ-Move, ne? Wenn jemand so einfach auf der Straße liegen würde, dann würde ich denken, das ist mein eigenes Auto. Das wäre krass. Digga, ist ja unnormal krass. Okay, ich fahr wieder. Yo, habt ihr gesehen? Das war krass. Und jetzt bin ich stuck. Doch nicht. Verarscht. Ey, ich lass es sein, Digga. Jetzt ist Radio auf einmal angegangen, warum auch immer. Das waren unsere Autos, oder? Oder man, die hast du da so hingestellt, ne? Ja. Das Ding ist, die meisten Leute, weil es einfach bockt, werden sich an der Wand verstecken. Jetzt auch noch. Wer in weiß. Der Garage gucken wir auch einmal nach. Digga, das sprinten nicht an, ich drück es trotzdem die ganze Zeit, ne? Einfach Gewohnheit. Weiß nicht, ob man hier runterkommt mit dem Auto. André! Zwei Leute? Du hast 2 auf einen Streich, Digga. Wahrscheinlich das, ich hab Granaten. Okay, kommen Sie da aus! Gefunden wurde? Ah, warte mal. Das war doch der eine, der meinte, ich bin Kakashi. Bist du bei mir? Moin. Und Rakesix, okay. Bei Rakesix muss man immer aufpassen, wie man den Namen ausspricht, Digga. Aber wir haben es hinbekommen. So, 2 Leute gefunden. Hier, glaube ich, ist niemand mehr. Hier war ja Olemans wildes Versteck, echt, was ich so niemals herausgefunden hätte. Soll ich es dir zeigen, Kalle? Ja, mach's. Niemals. Guck jetzt. Also, hätte er nicht Rechtsklick gedrückt und wäre weggeflogen, ne? Hätte ich das niemals gefunden. Na, André, du bist wie ein Fahrrad, wirklich. Junge, hast du zu viele Knöpfe auf einmal, ein Digga. Ein Fahrrad, Bruder. So. Ja, so. Jetzt im Ernst? Sei ehrlich, wer krank? Übel Scheiße, Digga, also wirklich. Das war heftig. Ich hab Dings geskippt. Einfach Treppe, Digga. Wild. Ja, warte mal, hier unten an der Decke ist safe jemand. Warum macht keiner diese Deckentricks? Geht das nicht? Nee, da bist du runtergefallen lassen. Ah. Du bist runtergefallen lassen, Digga. Du bist runtergefallen lassen, getan, getut. Okay, das ist Kalles Auto, ich wollte gerade sagen. Aber hier waren wir auch noch nicht, Freunde.
Und hier wird safe niemand sein, weil das ist so der Standardweg. Garage, da weiß man schon. Bin dir ehrlich, da wollte ich ursprünglich hin. Ja. Ich sag dir so, André. Boah, Digga, ja. Wo ist er denn? Okay. Das, oder weiß selber nicht mal. Bro, es sind heftige Ticks, Trips, Tipps und Tricks. Und von hier aus kannst du jemanden sehen. Von hier aus kann ich jemanden sehen. Musst du nur gucken ein bisschen. Also in die Richtung oder meinst du allgemein hier oben? Das ist schon ein heftiges Versteck, was er hat. Du wirst ihn lieber, also von hier oben kannst du einen sehen auf jeden Fall. Ja, aber meinst du jetzt, wo ich gerade hinschaue oder meinst du allgemein von hier oben? Ich sag nix, Bro. Du kannst sogar vielleicht sogar zwei sehen von da oben. Und die haben heftige Verstecke, Bro. Ja? Ja. Mhm. Krank, also wirklich richtig gut. Aber so wie du, wie alt bist du, so alt wie du bist, siehst du sie safe nicht. Also es ist schade, dass du die nicht siehst, wirklich. Alter Mann, du. Du sagst der, der rumskippen kann und die Leute so sieht und denkt, das ist dann einfach. Nein, ich seh's doch auch. Oder man ist auch der bei Fußball. Oder man ist auch der bei Fußball immer sagt, ja, das haben die scheiße gemacht, weißt aber kann selber nicht spielen. Weißt du, wer du bist? Du bist der Dicke, der ins Tor geht. Und du bist dabei. Und alles fängt. Also fängt man André, den Ball? Bitte, also bitte. Ja, halten. Bitte. Ich sag der bitte. Briefkasten, Prop Hunt auf einmal. Bitte, bitte, André. Oh mein Gott! Er hat sogar grüne Farbe, Junge! Das ist übel krank, das Versteck! Das ist übel wild! Das ist krank! Er hat durchgespielt einfach. Wir können aber Odemann nutzen, Freunde. Er checkt halt immer nicht, dass ich alles extra mache und eigentlich schon lange wusste, wo es ist. Stimmt nicht. Okay, steigen Sie aus, Sir. Ganz trotzdem von Yuma Gaming. Noch jemand sehen. Stimmt, er hat gesagt zwei. Und irgendwie fängt es an, mein Auge zu brennen die ganze Zeit. Ich muss ganz schnell blinzeln. Warum? Weil du alte Augen hast, du alter Mann. Sure, meine Augen sind on fire gerade. On fire. Meine Augen haben Feilen. Nein, André, siehst du da ein Auto? Nein. Siehst du einen Rülpser? Nein. Ja. Hast du ihn gerochen? Nein. Zum Glück nicht. Manchmal, Freunde, es gab ja, ich weiß gar nicht, ob es, kennt ihr das heutzutage noch? Es gab ja mal eine Zeit, wo Gaming so mit Geruchssensoren war. Hä? Kennt ihr das? Was glaubst du denn? Das kam irgendwann raus, wo ich noch, sag ich mal, 15 war, 14. Da wollten die so machen, dass du zum Beispiel, wenn du so Ritterspiele spielst, dann riechst du so Erde und so mittelaltermäßig, so Pferdescheiße und so, ja. Digga, meinst du so wie das bei diesen Rubbelbildern? Bei diesen Kinderbüchern, wo du so dran rubbelst und riechst nach Gurke? Ja, genau. Aber die haben so einen Sensor auf den Tisch gestellt, den konntest du anschließen. Und dann konntest du aussuchen, welches Spiel und dann so Mittelalter hat dann so nach Erde und so und gerochen, so wie früher. Und dann spielst du Farting-Simulator und dein ganzes Zimmer stinkt nach Scheiße. Na, da brauche ich kein Simulator spielen, Digga. Okay, von hier aus kann ich noch jemanden sehen, hat er gesagt. Ich hab nicht gesagt, von oben aus kannst du jemanden sehen. Oder wenn ich jetzt so gucke, siehst du ihn. Ja. Kann man ihn sehen, 100%. Ja, aber schwer. Ja, aber schwer. Digga, seit wann ist da so eine Brücke? So ein Staudamm-mäßig. Dass du da nicht rausgehst. Damit Tilt abgegrenzt ist, so sagen, yo, bis hier und nicht weiter. Aber schwer. Oh mein Gott, noch so ein Baumdeking. Ich hab dich gefunden, Junge. Und er ist eh tot, Bro. Lass ihn einfach. Junge, was macht der da? Mal Backflip. Mein Freund. Kannst du mit da aussteigen, dass ich abknallen kann? Das wäre ganz lieb. Guck mal, er ist Beyblade geworden. Komm jetzt hin und knall dich ab, ja. Und jetzt 360 No-Scope. Das wäre wild, hättest du getroffen. Scam-Teller. Junge, der ändert öfter seinen Namen als ich meine Unterhose, Junge. Das ist AFK-Teller, Akku-Teller, Alu-Teller, Freunde. Es gibt ganz viele Namen von dem. Hieß er nicht früher auch Pringles und all sowas oder war es immer anders? Nee, das war Venom. Simpsons. OG Simpsons, ja. Also okay. Ich sag dir ehrlich, es sind hier wäre auch wild, wenn man hier reinfahren kann. Zwei Leute übrig. Nur noch zwei Leute sind am Start. Und die haben versteckt. Also, ich weiß, wo der eine ist und ich weiß, wo der andere ist. Okay, ich habe das Gefühl, dass bei der Tankstelle noch jemand ist. Mit Trick. Backflip. Ich kann dich aussteigen? Jetzt. Okay. Ja, ich wusste es. André! Ja. Da hab ich nicht mal nachgeguckt, weil ich wusste, dass hier jemand ist. Okay, steigen Sie bitte aus, anstatt... Jo, hallo? Okay, Digga! Was war das? Was war das? Okay, Stitchy Place, nice. Er hat das heißt, wir haben einen Gewinner. Ein Gewinner. Oh, er hat ein krasses Versteck, Bro. Mhm. Ich sag dir. Meinte David auch und er wurde als drittes gefunden. Oder ist es David? Nein, es ist Coco. Okay. Coco. Dann gib mir mal einen Tipp von dir aus, weil mit den Jungs kannst du es vergessen. L-House. Also er hat echt ein krasses Versteck. Aber wie? Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Aber wie? Okay.
Das heißt, es muss irgendwie irgendwo drinne sein, wo man eigentlich nicht hinkommt, was er selber nicht erwartet hat. Die Frage ist aber, wie werden wir herausfinden, wenn er uns das dann zeigt, wie es ging? Dafür muss ich ihn erstmal finden. Ich habe ihn gewinnen. Junge, wo soll er sein? Diese Häuser sind klein. Wo soll er sich verstecken? Ja. Ich bin ein Schwein. Ich habe dreimal grind, jetzt viermal. Und Oliver hat einen kleinen. Fünfmal. Was soll das, Junge? Digga, André, kannst du aufhören, kann mit Bonobo rumlaufen, Digga? Er kann nicht hier sein, das ist eine Lüge. Digga, die Häuser haben drei Stockwerke, du guckst in den oberen beiden. Oh. Ich weiß es nicht, wie er es geschafft hat, wirklich dahin zu kommen. Keine Ahnung, aber er ist krank. Okay. Das ist geistgestört verstenkt. Stinkt. Er stinkt. Er stinkt, Digga. Okay. Du guckst, also ich hab jetzt geguckt. Er ist nicht bei den L-Häusern, André. Hä? Ist halt echt? Das ist das falsche Haus. Er hat's falsch gesagt. Es ist das Haus da bei Big Bang Bang links. Da, die Häuser, meint er. Was ist das da für ein L? Ist das ein L? Das ist ein U. Nein, und das ein C. Das ist kein L-Haus, Coco. Aber er ist hier, André. Das sind die L-Häuser, also für mein Verständnis. Das wahrscheinlich ist, hat das jemand anders. Nee, das ist sind die L-Häuser, hast du recht gehabt. Das ja, waren okay. Die L-Häuser und hier sind einfach die normalen Häuser. Steht das so offiziell Fortnite, dass das die L-Häuser sind? Ja. Steht drin. Okay. Haben steht die drin. Copyright drauf gemacht. Naja. Vor allen Dingen, wie lange habt ihr mich da suchen lassen, Junge? Ich hab das selbst nicht drauf geachtet. Ich hab auch nicht gecheckt. Ah, okay. Also es ist auf jeden Fall irgendwo, was so ähnlich aussieht wie die anderen. Weil sie haben es nicht gecheckt. Wie ist er da reingekommen, ist die Frage. Und er hat selber keine Ahnung, wie er da reingekommen ist, ist die Frage. Einfach Hex runtergeladen für Fortnite einen Sieg. Ich schwör auf alles. Okay, wir gehen jetzt einfach jedes Ding durch, Freunde, und dann haben wir das auch erledigt. So ein Ding ist das. Weil jetzt bin ich... Wie ist er denn da hingekommen? Er ist hier reingefahren. Und dann ist er so seitlich hier so hingesprungen. Okay, das will ich jetzt ausprobieren. Bleib mal bitte genau da. Ich brauche jetzt ein Auto, das will ich probieren. So, guck jetzt. Vielleicht gehst du auch von der anderen Seite rein. Da ist offen noch. Okay. Was redest du? Mit dem Meister, das Digga. Das war wild. Und dann muss man sich irgendwie hier so seitlich reinschieben. Oh mein Gott! Ja. Aber wenn man das einmal falsch macht, dann kommst du nie wieder raus. Das heißt, er muss das First Try hinbekommen haben, oder was? Nee, Coco ist noch im Weg, glaube ich. Okay, ich raste gleich aus. Ich kann nicht mal mehr aussteigen, Junge! Ja, okay, Freunde. Schöner Ausblick für euch. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Bis dann. Ciao.